Blindflug hier. Ja, ich habe gestern schon mal versucht, hier ranzukommen. Man kommt ganz gut ran, aber auf der anderen Seite ist auch noch ein Bügel. Den kriegt man nicht so gut ab. Deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, den Scheinwerfer einfach auszubauen. Geht der rucki-zucki. Dafür braucht ihr einen Torx 25x100. Einfach hier die zwei Schrauben lösen. Geht ja auch relativ fix. Dafür sorgen, dass man sie nicht verliert. Dann sollte man den, wenn er dann nicht so fest ist, die Schraube. Gut, hier unten ist auch noch eine Schraube. Die war auf jeden Fall noch nie los. Das klang ja gut. Da ist eine Runde WD-40, der beste Freund. Und ein längerer Torx. So. Nur aber das ist doch VW. Eins. Zwei, drei. Oh, ich fasse es nicht. Okay. Ich müsste die Dinge hier lösen, aber das würde keinen Sinn machen, warum sie sind auch nicht fest. Okay, versuchen wir doch weiter ranzukommen. Auf jeden Fall eine Zange, um die Scheibe zu lösen. Thank you.
Also merken, ich habe es gerade falsch gemacht. Erst den Stecker, den Stromstecker abziehen. Und dann könnt ihr ziemlich wahrscheinlich ganz entspannt die Halterung lösen. Also erstmal Strom ab. Das ist nicht. Einfach wäre auch schön. So, Strom ab. Könnt ihr die Halterung lösen. Einfach reindrücken. Und die Birne rausziehen. Wenn er nicht so fette Wurstfinger hätte, dann wäre das auch kein Problem. Noch intakt, aber auch nicht mehr die beste. Dann einfach die Birne wechseln. So, ich verbaue jetzt die Philips H7 Extreme. Soll deutlich helleres Licht machen und habe ich in meinen anderen Autos auch immer verbaut und gute Erfahrungen gemacht. Langlebigkeit liest man auch immer im Internet. Nicht allzu lange, also bei mir haben sie meistens immer ein Dreivierteljahr gehalten, für 15 Euro vertretbar, denn das Leuchtweitenergebnis und die Helligkeit ist nichts für Halogen, ist tipptopp. Jetzt die Lampe nur noch einsetzen. Ach, das macht man bisher mal ohne schon, wenn man Wurstfinger hat. Scheinwerfer ausbaut, dann ist es deutlich einfacher. Ja, dann ist es deutlich einfacher, wenn man den Scheinwerfer ausbaut. Oder sich vorher schon mal das Umgeben von dem angeguckt hat. Da wüsste ich jetzt schon mal, wie es einzubauen ist. Drin. Dann die Halterung festmachen. Sitzt gerade immer auf den geraden Sitz achten, wenn sie schief drin sind. Macht das nicht viel Spaß. So, Strom wieder drauf. Sitzt gerade drin, sieht gut aus. Kümmern wir uns um die Fahrerseite, die ist deutlich enger. Gucken wir mal, wie wir da kommen. So, das gleiche Spiel auf der Fahrerseite. Wir versuchen es gar nicht erst auszubauen. Auch hier habe ich es gestern versucht, der geht wieder ganz einfach. Der Bügel, den hatte ich gestern auch schon gelöst, der ist auch ganz einfach. Jetzt geht es nur daran, wie kommen wir an den Stecker. Wie wir sehen. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Aber wir wissen ja, wie es geht. Handschuhe wieder raus. Stecker ab, in der Hoffnung, dass man nichts kaputt gemacht hat. So, dann den Bügel. Also das ist reines Tasten. Ich sehe leider überhaupt nichts. Das ist ein bisschen doof gemacht. Ich verstehe da auch immer noch nicht die Politik der Autobauer. Früher bei meinem Opel Corsa B, Autobahnlampe dicht, Ersatzlampe hat ja jeder gute Autofahrer, ne? Im Kofferraum. Motorhaube auf, Birnen wechseln, Fahrt geht sicher für alle Beteiligten weiter. Hier brauche ich ja schon eine halbe Stunde, bis ich das Ding abhab. Und dann mache ich einen Blindflug, was den Birnenwechsel angeht. Das halte ich für sehr, ja, reine Geldmacherei, nenne ich es ganz offen. Birne ist raus,
Oh, die sieht noch deutlich besser aus als die andere. Beide funktionieren aber noch. Wechseln. Sinnvollerweise auch wieder hier die Philips Extreme Vision. So, eine Hoffnung. Jetzt beginnt das Fummelige nämlich. Gar nichts. Irgendetwas ist hier dezent im Weg. Was ist es? Der Bügel. Stark ausbaufähig. Jetzt muss ich leider einmal hier durch die Kamera wischen. Wie gesagt, schneller Birnenwechsel nicht möglich. Macht doch keinen Spaß hier. Das sieht besser aus. Eine Glückssache. Ach Leute, wie schwer man noch so einen Birnenwechsel machen kann. Sie doch nicht richtig drin. Wie man sieht, wovon ich hier spreche. Also, ich fummel hier in diesem kleinen Kasten rum. Stark ausbaufähig.
dauert länger, diesen Stecker drauf zu machen als Bremsenwechsel. Ich würde ja sagen, wir bauen das einfach wieder aus und stecken es so rauf, aber dafür hat mir das auch zu lange gedauert. So, fest. Kappe wieder rauf. Drauf und das Ganze anpassen.